Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne meinen neuen Mini-Akkuschrauber zeigen. Und zwar vom Hersteller Bort. Ja, das ist hier das Teil hier. Ist wirklich ein kleines, kompaktes Akkuschräuble, würde ich mal sagen. Das ich ein bisschen näher zeigen möchte einfach. Das eignet sich gut für zu Hause für kleinere Sachen, wie zum Beispiel einen Schrank zusammenbauen und solche Sachen. Da brauchen wir nicht unbedingt einen großen Akkuschrauber und auch keinen ziemlich teuren. Das erledigt auch so ein kleiner Akkuschrauber. Ja, was ihr hier noch alles bekommt, ist einmal natürlich die Bedienungsanleitung, auch mit auf Deutsch. Könnt ihr hier unten sehen. Hier wird alles erklärt. Dann bekommt ihr hier zwei Bit-Einsätze. Einmal Schlitz und einmal Kreuz. Einmal natürlich hier das Ladegerät, das auch von Bort ist. So, dann tun wir mal hier oben anfangen mit dem Bit. Und zwar habt ihr hier einen Magneten drin und der zieht ihn auch direkt rein, wenn ihr fast an ihm dran seid. So, ihr habt es gehört. Den Rest hat er mit reingezogen und schon seid ihr auch schon einsatzbereit. Er sitzt auch sehr gut in der Hand, finde ich. Und wie gesagt, die Bedienung ist sehr einfach. Ihr habt einen Links- und Rechtslauf, den ihr hier einfach ändern könnt. Links, rechts. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, den Drehmoment einzustellen, sozusagen, also damit er die Schraube nicht zu fest macht und überdreht zum Beispiel. Das könnt ihr hier einstellen. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, hier den Akkustand zu sehen, indem ihr hier diesen kleinen schwarzen Knopf drückt und dann seht ihr, wie viele Lämpchen schon leuchten. Bei mir sind es jetzt alle drei. Ich habe natürlich aufgeladen, weil man weiß ja nie, wann er gerade zum Einsatz kommt und ich will dann nicht mit einem leeren Akku dastehen. Dieser lässt sich hier jetzt nicht herausnehmen. Ist also ein fest verbauter Akku. Nicht weiter schlimm. Entschuldigung. Was ihr noch machen könnt mit dem Ding hier ist, ihr könnt den ein bisschen transformieren sozusagen, indem ihr hier diesen Knopf hier drückt und hält und dann dreht ihr das Ganze einfach und schon habt ihr einen Akkuschrauber, mit dem ihr zum Beispiel sowas aufschrauben könnt. Wie ihr auch schon sehen könnt, hier haben wir natürlich hier noch ein Licht verbaut. Sobald ihr einschaltet, wird das Licht auch mit eingeschaltet. Reagiert auf jeden Fall auch sehr schnell aufs Drücken. Soll er natürlich auch. Ja, ist ein wirklich einfacher Akkuschrauber. Ich glaube, mit dem kommt jeder zurecht hier. Und wie gesagt, ihr könnt den hier wieder transformieren. Und dann habt ihr ihn schon wieder so und könnt ihn so verwenden. So vielleicht für die Wand, je nachdem, wie ihr es braucht. Also auf jeden Fall. Ja, ich bin bisher zufrieden. Also ich habe auch jetzt schon eine Kommode damit aufgebaut. Und deswegen wollte ich ihn euch einfach mal vorstellen hier. Der hat auf jeden Fall einen guten Dienst geleistet bis jetzt. Mal sehen, wie lange er durchhält. Aber jetzt fürs Erste kann ich ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Danke euch Leute fürs Zusehen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.